So, wir haben einen Podcast von Sven Heidenreich. Ist gesperrt? Ja. Und zwar haben wir jetzt die Folge 763. Also diesmal sage ich die Zahl richtig. Ja, also nicht wie letztens, wo ich über 70 gesagt habe. Nein, wir haben 763. Ich nehme mit der Recorder Light auf. Und schauen wir mal, wie Recorder Light sich jetzt, also die HQ-Recorder, Rekord HQ Light sich macht beim Duschen. Ja, kann sie mit der Rekord HQ Pro mithalten? Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Denn ich muss sowieso jetzt langsam aufstehen, es ist kurz vor 5. Ja, es ist ein bisschen später als sonst, ich habe ein bisschen länger geschlafen. Aber was soll's. Auch das ist etwas, was irgendwann mal... Ach Gottchen, nee. So. So langsam soll ich mal wieder zum Pott kommen hier. Meine Schuhschuhs. So. Ich brauche Schuhe. So. Hausschuhe. Schuhe aus dem Haus, im Haus, wo ich gar kein Haus habe. Und noch die haben werde. So, ich habe da davon. So, jetzt öffnen wir erstmal die Fenster. Und lassen die Luft rein. So. Im Wohnzimmer, im Schlafzimmer sind schon mal Fenster auf. Jetzt kümmere ich mich um das Wohnzimmer. Ist wahr, Kater? Blacky, was meinst du dazu? Hm? Was meinst du dazu, mein Dicker? Hm? Großer. Guten Morgen, ne? Ja, guten Morgen, mein Dicker. Halt die Stellung hier im Schlafzimmer. Ja, es ist wie gesagt wieder mal Montag, der 28. August, glaube ich, 2023. Und es ist etwas kühler geworden. Also ich überlege immer noch, was ich anziehe. Muss nachher mal Siri befragen, wie das Wetter wird. Nicht, dass ich auf der Arbeit sitze und friere, muss ja auch nicht sein. Aber jetzt machen wir erstmal alles auf. Aber es ist ganz schön kühl, also empfinde ich jedenfalls so. Egal, aus dem Weg brauchte ich hier nicht. So. Oh, die Fenster sind auf. Na, Mia? Gut, ich will jetzt auch wach werden. So, jetzt kommt noch die Küche dran. Ja, die Küche. So, auch hier Fenster auf. Ist ein bisschen frisch heute, also finde ich. Weiß nicht, wie ihr es empfindet. Wenn ihr den Podcast hört, wird es ja schon wärmer sein. Aber ja, vielleicht wird es auch heute noch mal etwas wärmer. Mal gucken. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber das werden wir ja sehen. So. Jetzt begebe ich mich erstmal ins Badezimmer. So. So, da bin ich. Da bin ich. Schalalala. Da bin ich. Schalalala. Da bin ich. So, ich gehe mal. Die Wäsche runter. Der Bier muss jetzt nicht stehen. So. Denn da muss er jetzt meinen Helm heben. Das ist schön, Wetter. So, ich gehe jetzt mal aufs Klo. So, erstmal die Matte. Da haben wir sie. Die Matte muss da hin. So, wo ich noch abmache. Ja, das wäre
vergessen wir das. Nehmen die vielleicht mal mit unter die Dusche, das muss ja auch nicht sein. Hausschuhe aus. Ach. So, und der Hose kommt natürlich auch gleich in den Wäschekorb. So, alles in den Wäschekorb. So, dann haben wir mal. Mal gucken, wie sich jetzt die Rekord Haku Light App macht. Beim Duschen und beim überhaupt. Jetzt setze ich jetzt mal aufs Klo. Und dann mal Gottchen, ach Gottchen, schalalalala. Ja, ihr merkt, ich muss mich jetzt mal ein bisschen wach singen. Das ist ne? Also heute bin ich früh müde. Aber es macht nichts. Macht nichts. Dann gehe ich jetzt mal unter die Dusche. Jetzt geht's los. So. Ja, Sauber. Ja, das ist doch richtig.
Ja, ihr seht, Leute, versuche mich auf jeden Fall ein bisschen mit Spaß über Wasser zu halten. Das ist sehr wichtig, denn ja. Heute wird ja auch immer ein ganz normaler Tag wie immer. Und das ist ja das Traurige. Alles ist so wie immer. Ja, das ist ja das Schlimme. Aber auf der anderen Seite, so ist nun mal der Alltag. Ja. So ist nun mal der Alltag. Und der Alltag ist immer eben alt und ein alter Tag. Der Alltag im All. Ein Tag im All. Es gibt den Alltag, den Alltag im All. Laufen wir jetzt auf den September zu. September. Der Herbst beginnt. Ja. Ich weiß noch gar nicht, was ich anziehen soll. Naja, mal gucken. Es ist ja noch nicht Alltagabend. Nicht wahr? Aber ich denke mal. Mal schauen. So. Eingeseift bin ich auf jeden Fall. Jetzt kommen meine Haare dran. Die müssen ja auch gewaschen werden. So. Seht ihr, ich wasche meine Haare. 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 Sein, auch wenn das Leben meistens was anderes im Petto hat, aber ich versuche immer wieder neu anzufangen, positiv in den Tag zu starten. Ja, was will man sonst machen? Was anderes bleibt einem ja nicht übrig, nicht wahr? Ja, das ist es. Die Background-Musik. Ja. Eigentlich sind die Sache auch kein Land. Ja. Kommen die Haare. Da das Haare. Ja, eigentlich müsste ich noch rasieren, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Werde ich nachher machen. Also, ist ja auch nicht so schön. Dafür bin ich zu spät aufgestanden. Aber das ist Hauptsache, was ich glaube. Thank you.
So, fertig mit dem Duschen. Hoffe ich zumindest. Ja. Genau. So, jetzt öffne ich mal die sogenannte Door der Cabin. Komme raus, jetzt ist ein bisschen kühl, würde ich sagen. Es ist ein bisschen kühl. Ja. Ein bisschen kühl ist es auf jeden Fall. Aber macht ja nichts. Das macht ja nichts. Das macht ja nichts. So. Kann es ja sein. Sehr schön. Letztendlich ist es ja auch mal zum Durchatmen. Und ja, der Herbst beginnt ja auch langsam, aber sicher. Ende August haben wir es. Da kann es schon mal ein bisschen frischer werden. Ein bisschen. Schön abwaschen. Fröhlichen Podcast. Ja, ja, ja. Warum nicht? Hier ist wieder mal auf Flugmodus. Das ist richtig gut. Flugmodus nicht stören. Ja, so oder so. Einstecken, was ich brauche. Ich habe nämlich jetzt keine Bauchtasche mehr, sondern ich habe jetzt eine Umhängetasche. Eine von früher haben wir gefunden, also hat jeder gefunden. Und ich habe mir überlegt, hat sie mich gefragt, ja, vielleicht geht die ja auch. Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Nämlich eine Tasche. Die hatte ich früher für meine Minidiscs. Und jetzt nehme ich sie halt für die Arbeit. Da passt auch mehr rein. Passt ja auch meine Bluetooth-Box rein. Und das ist besser als diese Bauchtasche immer. Habe ich meinen Rucksack für Frühstück und so Kram und die Umhängetasche für meinen ganzen technischen Kram. Ja. Braucht mir keine Gedanken machen. Das passt nicht drin oder das kann ich nicht mitnehmen. Habe immer alles dabei und kann jederzeit Aufnahmen machen, wenn ich Lust dazu habe. Ja. Nicht wahr? So. Jetzt abgetrocknet bin ich ja schon. Das ist gut, das ist wirklich gut. So, dann hänge ich mal die Matte auf. So, jetzt die Schuhe. The shoes, the house shoes, the shoe house. I need my house and the shoe and a shoe in the house tonight. Move your body from left to right. Move your body from left to right, from left to right. So. Genau. Das hätte ich geschafft. Und jetzt ab ins ab zum Washing links da runter und schön putzen.
Naja, die Katzen reichen sich mal wieder. Also ist das nun mal mit Katzen. Ne? So nicht anders. Wie ist es bei den Katzen? So nicht anders. Ist es bei den Katzen? So nicht anders. Ist es bei den Katzen? So. Wobei. Ein bisschen für. So, später was? Naja. Gut, 5.13 Uhr, das ist auch keine Zeit. So, die haben wir noch vorne. 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 Ich stell mal wieder. So, auf. So, Flasche steht. Auf der Haut. Und jetzt hier raus. Na Katzen, was habt ihr euch wieder? Seid euch wieder nicht einig? Hä? Na Mia, was los? Ja. So. Nicht singen, anziehen. Oh ja, oh ja. Wir ziehen uns jetzt an. Na, Dicker, was machst du hier schon wieder? Herrchen beobachten, ja. Herrchen beobachten, schalalalala. Herrchen beobachten, schalalalala. Ja, diese Schalalalala-Lieder sind eigentlich ganz gut, oder? Kann man immer singen. Ja, versucht es mal. Wenn ihr irgendwie schlecht drauf seid, macht irgendwas mit Schalalalala und euch geht es gleich besser. Stimmt zwar nicht, aber könnt ihr euch ja wenigstens einreden. Ja. Was sagst du? Das verstehe ich nicht, dieses komische Miauen. Das verstehe ich nicht, kann ich es sehen. Immer wieder dieses komische Miauen. Warum laut die Katze? Warum laut die Katze? Schalalalala. Und alle Kinder schreien schalalalala. Schalalalala. Mauti, Mauti, Maut. Mauti, Mauti, Maut. Und da meckert der Kater. Ja, dann meckert der Kater. Ich höre diesen Kater meckern. Ja, dann meckern der Kater. Ja, dann meckern der Kater. Er meckert und meckert. Meckert und meckert. Warum meckert dieser Kater denn? Ach, das weiß ich nicht. Immer wieder dieser Kater, verstehe das nicht, warum der Kater meckert. Aha, hier haben wir eine kurze Hose,
Ist wichtig, eine kurze Hose. Ja. Eine kurze Hose. Ne? Mia, was sagst du dazu? Du bist ganz aufgeregt, oder? Ja. Leben ist hart. Schalalala. Leben ist hart. Schalalala. Wisst ihr, wenn ihr mit Schalalala was macht, kriegen harte Texte wie Leben ist hart oder klingt gleich ganz anders, ja. Man kann gleich viel mehr schaffen. Also, ja, stimmt zwar nicht, aber ist ja egal. Ist egal, macht auf jeden Fall Spaß. Spaß, Dicker. Na, da bist du ja wieder. Wir wissen. Ja, Maui, ja. Verstehe. Das verstehe ich, Dicker. Kann ich absolut verstehen. Kann ich absolut verstehen, auch wenn ich dich nicht verstehe. Ja. So, wir machen jetzt erstmal eine kleine Fress-Dings da rumster. Die kriegen jetzt nämlich Trockenfutter. Sollen wir das mal machen? Ja, es gibt jetzt Trockenfutter. Verstehst du? Trockenfutter für die Katzen. 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 Yeah, Trockenfutter. Aha, aha, aha. So, ja, die Kaktur ist auf. So, Nummer 1 ist fertig. Geh mal aus der Schusslinie, Digga. So, das war Mia, ne? Mia ist die erste Katze. Gibt jetzt was zu fressen? So, ne? Mia. Das ist was für dich. Eine ganze Schüssel voll drüber. Wieder runter. Mia Mio. Roms macht es. Deine Schüssel. Ist ja deine Schüssel, komm. Kikriki. So. Na Mia, das schmeckt, wa? Das schmeckt und schmeckt und schmeckt. So. Ja, das ist das Beste. Schön. Also, die Luft ist angenehm, muss ich echt mal sagen. Wenn der
und so bleibt. Ist das Wetter schön. So. Der Mieze geht auch noch genug. Wieder zumachen. So. Nochmal. Was unsere Mieze sagt. Ja, halb sechs. Ja, wenn es bald halb sechs. Schnubbelibubbelibubbuck. Ja, wenn es bald halb sechs. Schnubbelibubbelibubbuck. Ja, wenn es bald halb sechs. Schnubbelibubbelibubbuck. 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 Na, egal. So. Jetzt sind wir hier wieder beim Kater. Im Hintergrund hört ihr alles Mögliche. Der Kater kaut. Aber ich glaube, ich werde erstmal aufs Klo gehen, bevor ich meinen Kaffee mache. Und werde auch kurz auf Pause machen. Gleich. Denn wozu hat man die wunderbare Funktion der Pause. Ja, genauso werde ich das jetzt machen. Aufs Klo gehen in Ruhe. Dafür muss auch Zeit sein. Schließen wir die Fenster nochmal. Auf Klo, wenn ich auf Klo bin. So. Dann. Ja. Werde ich mal kurz auf Pause machen. 0526. Rekorder. Einstellungen. Taste. Pause. Taste. So, das Gerät läuft wieder. Ja, das Handy läuft wieder. Die Aufnahme ist wieder an. Oder wie man so. Naja, es gibt ja viele Sachen, die man da sagen kann. Nicht wahr? So, jetzt gehe ich wieder raus hier. War auf Klo gewesen. Aha. Katzenstress. So, na Mietze? Was los, Mietzi? Komm her. Was ist los? Ja? Joa, ist alles gut. Alles gut, Dicke. Herrchen ist doch da, hm? Ja. Und da ist der Kater Trockenfutter, Trockenfutter-Man. Und da ist der Kater Trockenfutter, Trockenfutter-Man. Trocken. Also, komm mal. Alles okay ist hier. Schon schon schon. Ja, wir schreien so schon 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 schon. So. Kurz mal was wegbringen. Und schon was wegbringen. Schon ja, so ist das. Bin ich wieder da. Ja,
müssen natürlich in, ganz wichtig, schließlich, yeah. Die Stunde. Katze! Ja, wie gut, dass das Handy noch steht. Macht man hier nicht so einen Wind, ey. Kann doch nicht wahr sein. Tausend anderen Sachen beschäftigt. Ja, so ist es manchmal. So, da ist die Maschine, da ist das, genau. Anschmeißen. So, ich packe jetzt auch gleich mal. So. Katze frisst, Katze. Perfekt. Da haben wir einen. So. So. Und jetzt lass mal laufen, ganz einfach. Und jetzt läuft und jetzt läuft und jetzt läuft. Okay. Ja, ist noch genug Zeit. Das Hochladen dauert ja auch nicht so schnell. Dauert ja auch nicht so. Sache. Das Hochladen geht ja auch einigermaßen schnell, das wollte ich sagen. Vorausgesetzt, die Folge wird nicht zu lang. Mal gucken. Wasser auskippen. Jeden Morgen machen. Dann kippe ich das Wasser. So, stell nochmal rüber. Gott, das war weg. Das. Jetzt machen wir noch die Maschine ein bisschen sauber. Bombs.
hast eine Katze, das ist die Miezekatze, die Miezekatze. Das ist meine Mieze. Ja, die Mieze ist das. Ja. Genau, muss man hier richtig sauber machen. Sauber, sauber. Ich mache jetzt sauber, sauber. Schalalala. Wie sieht das aus? Schalalala. Es wird ein, ja, Schalalala ist überhaupt, ja, das traurigste Lied kann mit Schalalala ganz anders wirken, ja. Ich habe so viele Probleme, Schalalala, was soll ich machen, Schalalala. Das wirkt ganz anders, ja, oder auch nicht, aber ein bisschen Lachen muss ja auch mal sein. Spaß. Wenn wir keinen Spaß mehr haben. Was soll das denn? Was soll das denn? So. Hängen wir es wieder auf. Zack, genau. Und so, alles erledigt. Es ist kurz nach 5:30. Jetzt nehme ich mein Fondue. Und setze mich gemütlich hin und trinke meinen Morgenkaffee. Ach, ist das schön. Wo stelle ich das denn hin? Hm. Wo stelle ich das denn hin? Da, da, da. So. Wo stelle ich das dann hin? Ja, ich würde mal sagen, auf den heutigen Tag, auf den 28. August 2023, auf den Mann, ist abgeschnitten worden. Ja, auf den Montag, heute werde ich mir wieder eine Bockwurst gönnen, also vielmehr, ich werde sie heute bezahlen, damit ich sie Mittwoch kriege. Und dann schauen wir mal, dann sehen wir schon. Prost. Auf den heutigen Tag. Heute ist Katze. Da springt eine Katze vom Arbeitsplatz. Lalalala. Da springt eine Katze vom Arbeitsplatz. Von der Arbeitsfläche. Und wir alle singen, weil die Katze das nicht kann, weil sie nur Maus kann, deshalb singen wir alle. Schalalala. Die Katze kann nur miau, schalalala. Die Katze kann nur miau, schalalala. Ja, ich hatte heute außerdem noch zwei Träume, die ich gerne erzählen will. Dazu mache ich auch mal das Fenster ran. Denn finde ich irgendwie angenehmer. So. Ja. Der erste Traum war, dass ich wieder in der Zeit war, wo ich mit Nadine zusammen war. Und dass wir uns aber trennen wollten. Also sie wollte sich trennen. Und ich habe dann halt irgendwie immer gesagt, nee und habe dann so dagegen. Und dann tauchte plötzlich, also ich war das, wir waren, man muss dazu sagen, wir waren auf einer Fahrt. Und dann tauchte plötzlich mein ehemaliger Lehrer Herr Lumpe auf. Und dann habe ich mit ihm über dieses Problem geredet im Traum. Und dann meinte er, ja, am besten ist doch wirklich, ihr trennt euch, wenn es nicht mehr geht und bla bla bla. Naja, und dann haben wir uns in guten getrennt. Also praktisch so, wie ich es mir eigentlich immer gewünscht habe, war eigentlich ein ganz schöner Traum. Weil, ja, dieser Traum hat halt auch gezeigt, wie es hätte sein können. Ne? Und ja, und der zweite Traum. Da hatte ich einen, da sollte ich mit Plattenproduzenten diskutieren über Tricks und irgendwie,
wurde ich eingeladen zu einer, zu einer Art, es war keine richtige Show, sondern es war halt wirklich so ein Talkthema. Es ging halt um Tricks und Stimme korrigieren und all so ein Scheiß. Und unter anderem ging es auch um das Thema, der eine macht, die einen singen im Studio ein, die anderen Playback und so, ne? Oder die einen singen ein und die anderen zeigen sich da vorne. Und meinte ich so, ja, ich sehe das so und so. Und die Plattenproduzenten haben mich auch total verstanden irgendwie. Meinten so, ja, das ist halt schon blöd, aber man muss ja irgendwie auch die Sache vermarkten. Und naja, war ganz interessant, die Diskussion. Also auch beide Seiten haben irgendwie sind irgendwie auf einen Nenner gekommen. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, und ihr wisst ja, in Wirklichkeit ist Alex Prinz die richtige Stimme von Blümchen und von Squeezer. Und ich werde die wohl nie treffen oder mit ihr zusammen Squeezer singen oder sowas. Ne? Und dann kam sie plötzlich, die Alex. Ja, und dann haben wir uns so umarmt, also freundschaftlich natürlich. Ne? Und da meinte dann irgendein Mensch so, ja, wir müssen gleich weg, Alex und so. Und dann meinte sie, ja, lass das Auto schon mal anlaufen. Ja, der lässt jetzt anlaufen. Und dann habe ich so, ja, dann standen wir so und dann war der Traum aber leider auch zu Ende. Und aber das waren zwei schöne Träume, also die mir gezeigt haben irgendwie, wie ich Sachen verarbeite. Und deshalb erzähle ich sie euch. Ja. Also, ich glaube, deshalb ist auch der Wunsch nach dieser musikalischen Freundin auch. Ne? Also dieses, dass ich halt genau diese Missgeschicke, die halt in der Vergangenheit so gemacht wurden. Also ich rede jetzt nicht von meinen Missgeschicken oder die mir passiert sind, sondern ich rede jetzt von diesem ganzen Beschiss, der in den 90ern gemacht wurde. Ne? Mit der singt und der andere oder die andere macht die. Ja, und das hat mich halt irgendwie sehr getroffen. Und ich glaube einfach, dass wenn ich eine Freundin habe, mit der ich zusammen singe, mit der ich zusammen alles mache, dass ich halt sagen kann, die Stimme ist es, das ist meine Frau. Ne? Das ist so das, was ich mir irgendwie wünsche. Und ich glaube, daher kommt das auch. Und etwas, was so richtig passt. Ne? Aber das ist halt schwierig zu finden. Aber auf jeden Fall, das waren die beiden Träume. Die eigentlich ganz schön waren, ne? Weil sie mir gezeigt haben, wie kann man Sachen anders klären, wie kann man sich einigen auf beiden Seiten und ja, ich hatte dann noch wirklich Alex Prinz getroffen, was natürlich nie passieren wird, aber ja, ich glaube auch nicht, dass sie so locker damit umgehen würde. Von wegen, ja, ich bin die Stimme von Squeezer und bin auch die Stimme von Blümchen und überhaupt. Und ich glaube eher, dass das ja, in Vergessenheit geraten ist oder dass man einfach nicht drüber redet. Oder was sagst du dazu, Katze? Komm her. Komm her. Mietze, was ist los? Hm? Was ist los, Mietze? Joa. Da läuft so die Mieze, ne? Jo, da läuft meine Miezekatze. Naja, auf jeden Fall gehe ich heute wieder ganz normal in den Tag hinein und ja, jetzt werde ich auch die Folge mal langsam beenden, auch wenn ich noch lange quatschen könnte, aber irgendwann, ja. 5:49. Ja. Beenden wir mal die Folge. Das war also... Dargestellt. Taste. Einstellungen. Kaum dargestellt. Rekorder. Überschrift. Also hier haben wir schon wieder eine Einschränkung, nämlich bei der HQ Pro kann man in die Einstellungen, obwohl man aufnimmt, bei der HQ Lite nicht. Na, seht ihr? Es gibt Einschränkungen. Fertig. Taste. Pause. Taste. Dann hört man sich in der Folge 764. Das war 763. Bis dann. Ciao.